war tatsächlich in Skellige aufgetaucht. Zusammen mit einem maskierten Magier aus einer anderen Welt. Dann hatten sie gemeinsam gegen die wilde Jagd gekämpft, bevor sie durch Portale nach Velen geflohen waren. Dort endete eine Spur und eine andere begann. Deutlich später war die wilde Jagd auf der Insel Hindarsfjall aufgetaucht. Das konnte bedeuten, dass Ciri ein weiteres Mal auf Skellige gewesen war. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Let's Play The Witcher 3. Nach einer langen Pause geht es auf Skellige weiter, liebe Freunde. Tja, es ist wirklich ein bisschen her. Zum Glück gab es die Story jetzt nochmal hier kurz erzählt. Aber wir müssen auf jeden Fall Yennefer auf Hindarsfjall treffen. Aber ich schaue mich erstmal auf der Karte ein bisschen um. So, was haben wir denn hier alles? Oh, die schöne Musik, ne? Ich hab's vermisst. Ich hab's vermisst, Freunde. So, hier haben wir noch was. Auftrag, der meistgesuchte von Skellige. Hier haben wir zum Beispiel zwei Aufträge. Hier haben wir auch noch einen Auftrag, Level 34 aber. Ach so, aber das ist Greifenschulenausrüstung, da muss ich doch nicht viel machen. Können natürlich auch hier erstmal die Fragezeichen abklappern. Und dann natürlich auch noch hier die Ausrüstung holen. Okay, dann mache ich mal nach Boxholm. Herrlich. Verschlinger, Hallöchen, wer seid ihr denn? Oh, da muss ich mal direkt mein Mikro ein bisschen lauter machen. Und das ein bisschen leiser. So. Zack, Junge. Oh, weg, 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 weg. Es ist der Klatscher von Skellige, liebe Freunde. Er ist zurück. So. Plötzlich. Endlich kann ich wieder schimpfen, Freunde. Plötze! So, dann markiere ich mir das hier mal. Zack. Achso, das war mit Rechtsklick. Freunde, es ist zu lange her. Oh, hallo! Ein Zyklop. Was war denn mit dem Arm los? Du ekelhafter, du. Okay. Oh, Plötze. Renn weg. Komm ran, Junge. Keine Chance. Keine Chance. So. Erstmal eine Schwalbe sippen. Komm mal her, Junge. Jetzt gibt's die Kombo. Pass auf. Zack, 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 zack. Boom. Der kommt gar nicht zum Zug, Junge. So krass bin ich. So. Komm, Plätze. Wir müssen eh in die Richtung eigentlich. Oh nein, ich habe schon wieder was umgeritten. Och, Plätze. Mach weiter. Komm. So, liegt aber hinter den Bergen. Tanzen wir. Tanzen wir. Nein, keine Zeit. Komm, noch ein Stück Plötze. Ja. Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Och. Plötze kann jetzt Handstand. Ein bewachter Schatz. So. Gib her. Kurzer Brief. Da schmökern wir rein.
Mein guter Meister Sigvard, ich habe deinen Brief erhalten. Daher weiß ich nun von deinen zahlreichen Zweifeln hinsichtlich des Auftrags, den ich dir angeboten habe, und dass du überdies irrige Vorstellungen nährst, was die Natur söldnerischer Tätigkeiten betrifft, was umso paradoxer erscheint, da du diese Profession selbst ausübst. Lass mich dich daher informieren, dass Söldner nicht dafür bezahlt werden, Fragen zu stellen und Vorbehalte aufzulisten, sondern dafür, eine bestimmte Aufgabe zu versehen. Diese Aufgabe war in schlichten, unmissverständlichen Worten beschrieben. Du solltest eine Sirene fangen, lebendig und zu mir bringen. Wenn du diese Aufgabe nicht erfüllst, bist du für mich nicht von Interesse. Wozu ich diese Sirene brauche und was ich mit ihr vorhabe, hat dich nicht zu interessieren. Wenn dir die Bedingungen nicht passen, werde ich gewiss jemanden finden, der mein Geld nicht ablehnt. Graf de Botton. Hallo? Come on. So. Heya! Oh je, komm mal hier lang. Komm mal hier lang. Schwierig, komm schwierig. Schon komm schon, Plötze, runter da. Och, Plötze, komm. Na also. Und weiter. So, komm, hier mach ich erstmal alleine weiter. Was fleucht denn hier herum? Ein Werwolf. Uiuiui. Oh, und der ist Level 32. Oha. Okay, komm ran. Oh. Komm her. Kombo, 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 Kombo. Oder auch nicht. Dann lassen wir es halt. Muss das andere Ausweichen endlich benutzen. So. Okay, was haben wir hier? Ein Eingang. Ein Monsterlager. So, ein bisschen Licht hier. Oh, ist das etwa die Höhle, wo ich erst das Symbol finden muss? Also für die Ausrüstung? Die Neckar! Zack, 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 zack. Der Angriff ist so geil, ne? Ich liebe es. Ich liebe es! So, aber warum komme ich jetzt hier nicht an die Kiste ran? Verschlossen, Schlüssel benötigt. Okay, okay. Er hat ihn nicht. Halt. Halt. Zerknitterter Brief. Mein Bester, du warst so freundlich, deine Zweifel über den Auftrag mit mir zu teilen. Du hast klargestellt, dass ein Mensch sich in deinen Augen unmöglich in einen Neckar verwandeln kann. Du hast deinen Standpunkt mit einem humorvollen Vergleich deutlich gemacht, indem du, glaube ich, sagtest, ein Schwein verwandelt sich ja auch nicht in ein Pferd, nicht mal, wenn man einen Sattel draufschnallt und es Rosetta nennt. Du könntest absolut recht haben, aber wenn es auch nur den Ansatz einer Chance gibt, dass mein Sohn im Körper dieses Monsters gefangen ist, dass ein Zauber oder Fluch ihm das angetan hat, werde ich nicht eher ruhen, bis ich alles versucht habe, ihm zu helfen. Aus diesem Grund bitte ich dich, von weiteren humorvollen Kommentaren abzusehen und deine Zweifel für dich zu behalten. Stecke deine Kraft lieber in die Arbeit, für die du bezahlt wirst. Fang den Neckar und du bekommst dein Gold. Der Rest hat dich nicht zu interessieren. Hochachtungsvoll, Robert de Meere.
Weg mit dir. Was liegt hier noch? Halt. Alchemistenschlüssel. Brief eines Alchemisten. Oh je. Oh je, das ist nochmal mehr. Mein bester Robert de Meere, vielen Dank für die Zusendung eines Wechsels im Voraus und für das Verständnis. Wenn ich meine Ratschläge kostenlos verteilen würde, könnte ich mein Geschäft schnell dicht machen. Du hast mir geschrieben, dass dein Sohn auf einer Reise verschollen ist und dass in der Nähe des Ortes, an dem er zuletzt gesehen wurde, nun ein Neckar sein Unwesen treibt, der ein zerrissenes Hemd mit dem Monogramm deines Sohnes darauf trägt. Du fragst, ob es möglich wäre, dass dieser Neckar dein Sohn ist, verwandelt durch irgendeinen Zauber. Nachdem ich nun in einschlägigen Werken nachgelesen habe, schmerzt es mich, dich darüber in Kenntnis zu setzen, dass deine Hypothese höchst unwahrscheinlich ist und es eine weitaus einfachere Erklärung gibt. Im Gegensatz zum landläufigen Glauben sind Neckar eine kluge Spezies. Wie Waldrolle schmücken sie sich gelegentlich mit Farben oder Resten menschlicher Kleidung. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit hat dieser Neckar deinen Sohn getötet, sein Hemd zerrissen und einen Fetzen davon übergezogen. Das ist zwar die wahrscheinlichste Lösung, aber sicher ist es nicht. Zwar habe ich noch nie von einem Fluch gehört, der einen Menschen in einen Neckar verwandelt, aber ich kann seine Existenz auch nicht völlig ausschließen. Um herauszufinden, ob der erwähnte Neckar das Ergebnis eines Fluches ist, muss ihm das zerrissene Hemd abgenommen, in Fetzen geschnitten und verbrannt werden. Dann muss die Asche mit Dimeritiumstaub vermischt werden. Ändert die sich daraus ergebende Substanz ihre Farbe, wäre deine Annahme bestätigt. Sollte das beschriebene Experiment ein positives Resultat zutage fördern, so schreibe mir bitte. Ich würde gerne weitere Untersuchungen durchführen, um einen Weg zu finden, diesen Fluch zu brechen. Gegen weitere Bezahlung, versteht sich. Mit besten Grüßen, Klaus Kellermann, Magister Artibus Oxonien. Was ist? Komm, geh da hoch! Gerald! Also. Okay, bevor ich jetzt hier lang gehe, checke ich nochmal schnell die Truhe aus. Wir haben ja einen Schlüssel eingesammelt. Ich habe es sehr vermisst, Freunde. Ne? Ich habe es sehr vermisst. So, guckt euch das an. Das haben wir abgeschlossen. Na komm, Geralt. Na also. Das Auge von Nehalini. Ich sollte es benutzen. Mach mal. Geil. Ist das schön. So. Da geht mir das Herz auf, Freunde. Es ist so schön. Es ist so schön. Da muss ich mal, Freunde, guck mal, da muss ich euch mal ganz kurz zeigen, ja? Was heißt zeigen? Da muss ich mal ganz kurz, wenn ich das richtige Kabel finde, hier, muss ich ganz kurz mal den Controller anstöpseln. Einen Moment. So. Jetzt, okay. Jetzt spiele ich das Ganze gerade mal mit Controller, weil dann können wir nämlich hier so einen schönen... Das kannst du halt mit der Maus nicht machen. Es ist so schön. Es ist so schön. Ich habe auch schon mal überlegt, The Witcher 3 mit Controller weiterzuspielen, aber ich habe mich jetzt so sehr an die Maus- und Tastatursteuerung gewöhnt, ne? Deswegen. Das ist halt, da muss ich sagen, bin ich immer ein bisschen neidisch.
wenn du das Ganze mit Tastatur spielst und Maus, du kannst halt nicht so, sieht nicht so schön aus, ne? So, aber genug gequatscht. Da will ich hin. Ach, guck mal, hätte ich doch. Scheiße, siehst du? Es wäre doch hier gewesen. Aber ich bin ja... Oder war das die Kiste? War das die Kiste, wo ich vorhin... Nee, oder? Weil ich habe ja auch keinen... Es kann natürlich sein, dass das wieder so ein Bug ist, ne? Dass das jetzt wieder angezeigt wird. Weil ansonsten war doch keine Kiste hier. So, hier ist auch nirgendwo ein Logo. Irgendwie. Das hatte ich halt schon mal, ne? Da habe ich die ganze Höhle abgesucht. Aber hier ist nichts. Auch keine Kiste mehr gewesen. Sehr komisch. Ja, dann ist das bestimmt wieder ein Bug, Freunde. So, jetzt, wir sind schon bei 17 Minuten. Jetzt mach ich aus der Höhle raus, komm. Ich habe halt nicht drauf geachtet, was alles in der Kiste drin war. Ich sehe hier auch kein Symbol irgendwo. Oh, vielleicht hier? Ah! Okay! Puh! Okay, ich dachte, es wäre in der Höhle. So, schön. Dann da noch hin. Komm schon, Plätze! Komm schon, Plätze! Ich muss auch unbedingt mal mein Schwert repairen, aber das kann ich ja mal machen. Denn ich habe ja ein paar Reparatursets dabei. Gesellenwaffenreparaturset. Anfänger, ja, Gesell klingt gut. Zack. Wie sieht's aus? Minus 16. Ach so, weil es schon so abgenutzt ist. Oder kann ich es nochmal reparieren? Ah, okay, jetzt ist es ganz. Jetzt ist es ganz, ganz. Keine Zeit! Keine Zeit! Hey, yo! Und hier für ein Ort? Verlassene Stadt. Oh! Banditen! Dann komm mal her! Komm mal her! Zack! Kommt her! Kommt alle ran hier! Es ist so geil! Nope! Deine Mutter hat dich rausgeschissen! Jetzt holt dich das Grab! Hey! Was hast du gegen meine Mutter gesagt? So! Wie war das noch gleich, Jungs? So, jetzt müssten doch eigentlich die Bauern zurückkehren, oder? Geil. Ja, mal ernst. Ach, da hinten.
Guck mal, da steht er. Oh ja. Und ich brenne. Geil. Zack. Ab mit seinem Kopf. Und die Sonne ist draußen. Guckt euch das an. Oh! Oh! Da ist ein Händler. Gucken wir gleich mal. Der vielleicht ein paar schöner. Da hat sie vollkommen recht, mein Sohn. Er ist männlich. Im Gegensatz zu meinem nichtsnutzigen Sven. Komm, der Sven ist doch bestimmt auch ein harter Kerl. Natürlich nicht so hart wie ich. Aber ist auch hart bestimmt. So. Hey. Komm und sieh dich um. Ja, klar. Hallo. Willst du was kaufen? Was hast du denn so? Zeig mir deine Ware. Lady. Okay. Das ist alles nix. Danke dir. Wiedersehen. Ringehauen. So, und dann war doch noch ein Händler hier. Da so. Da. Komm, Plätze. Nee, du. Lass mal. Beweg dich. So, ich würde sagen, wir fangen dann aber noch eine Quest an oder Questreihe. Hey, hey da, Händlersmann. Oder Kaufmann. Hallo, willst du was Händlersmann. Kaufen? Ja. Zeig mir deine Waren. Ja, auch nix, danke. Bis dann. Wiedersehen. Weg da, weg da. So. Nun gut, was haben wir hier? Hier haben wir doch was. Und guck mal, hier ist auch noch eine Anzeigetafel. Ein Auftragsbrett. Da müssen wir auch noch hin. Und hier, oh. Ja, Thorin hatte sowas geschrieben mit viele Fragezeichen auf dem Wasser. Komm, mach mal hier hin und dann können wir uns hier ein Boot nehmen und dann hier. So. Ich kann natürlich auch schnell reisen. Komm. So, was wird hier gebraucht? Zack, 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 zack. Dankeschön. Sieh an, was das Meer da anspült. Hey du, zu welchem Clan gehörst du? Zu keinem. Bin vom Festland. In dieser Taverne trinken nur Krieger von Skellige. Und was macht ihr dann hier? Komm, wir bleiben mal ruhig. Ja? Es gab jetzt eine lange Pause, nicht gleich wieder drauf und so. Erstmal ruhig bleiben. Ich habe zwar gerade ein Banditenlager ausgelöscht, aber was soll. Ich will keinen Ärger. Ganz ruhig. Ich will keinen Ganz Ärger. Ruhig. Seht ihn euch an. Man erhebt die Stimme und er kneift den Schwanz ein. Okay. Ein Hund, der nachts den Wolf heulen hört. Okay. Du willst was essen? Dann warte im Hof, bis Ilge die Reste aus unseren Schüsseln über den Zaun wirft. Wer einem Reisenden die Unterkunft verwehrt, bringt Schande über sich und seinen Clan. Haben eure Väter euch gar nichts gelehrt? Red du nicht von meinem Vater, Jorund, sonst stopf ich dir den Hals. Und du, Fremder, merkt dir, dies ist nicht Kertrolde und wir sind nicht die Ankret. Hier sind Gäste nicht willkommen. Du hast nichts gegen Reisende? Du selbst hast also nichts gegen Reisende? Ich hab was gegen Dummköpfe, egal wo sie herkommen. Geralt von Riva. Hexer. Jorund, Sohn von Siegwald. Wenn du niemanden zum Trinken hast, setz dich doch zu mir. Teilen wir Met und Geschichten. Ja, klar, können wir machen. So, dann sehe ich aber auch hier einen Wirt. Aber er ist das direkt, oder wie? Nee, hier. Da könnten wir doch vielleicht noch eine kleine Runde... Was denn? Kleine Runde Gwyn zum Reinkommen? Zeig mir was. Nur delikat. Oder habe ich schon mal gegen ihn gespielt? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber hier ist ein Anzeige. Hier ist ein Anschlagbrett.
Ja, also hier scheine ich ja noch nicht gewesen zu sein. Komm, wir probieren es mal, Freunde. Einfach zum Reinkommen. Wie wäre es mit einer Party Gwind? Wie wäre es mit einer Party Gwind? Eine Gwind-Party, Freunde. So. Okay, Deck lasse ich jetzt einfach mal so. Eine Finte, eine klirrende Kälte, ein Horn, ein Spion, eine Nahkampf. Ja, ja. Ich versuche mal, den noch zu tauschen. Sehr gut, sehr gut. Jetzt haben wir keinen Nahkampf, das ist ganz schick. Nochmal eine von denen. Komm, wir probieren es mal. Was haben wir jetzt bekommen? Noch ein Horn, okay. Bringt zwar jetzt nicht so viel, weil... gar nicht so viel rein. Obwohl, na gut. Könnte ich auch splitten. So. Dann erstmal hier, bitteschön. Ist natürlich auch geil, ne? Gar kein Angriff. Noch eine klirrende Kälte. Na gut, aber ich könnte... Komm, ich benutze sie mal. Ist er noch bei 8? Und dann benutze ich noch... vielleicht einen 6er und verdoppel den mit einem Horn. Dann bin ich zwar... ein paar Karten los, aber die Runde habe ich halt gewonnen. Das war nicht schlecht. So, da gibt es noch einen Zoltan dazu. So, dann packen wir mal aus. Geil, sehr schön. Pack viel in den Angriff, in den Nahkampfangriff. Okay, okay. Oh shit. Oh shit. Damn. Jetzt muss ich wirklich alles rauskloppen hier. Ich habe noch eine Finte, aber die bringt mir jetzt nichts. Die bringt mir jetzt nichts. Wenn ich einen Spion hätte, das würde mir was bringen, aber... egal. Mit meinen zwei Hörnern müsste doch noch... müsste doch noch klappen, oder? So, warte mal. Kann ich jetzt? Ja, kann ich. Komm, dann hole ich mir den zurück. Das ist geil. Shit. Oh, shit. Okay, dann. Bitteschön. Aber es ist ja Angriff für mich. Das ist ja auch nicht schlecht. So, noch mehr Angriff. Und dann mit dem Horn dazu. Und dann geht die Sache doch... ja, gut. Ja, gut. So, her damit. Das wirft mich ein Stück nach hinten, aber... Gott. Okay. So, pass auf. Jetzt. Zack. Das könnte noch knapp werden, Freunde. Das könnte noch knapp werden. Das könnte noch richtig knapp werden. Ja, ich muss halt jetzt das machen. Und dann mit dem König da nochmal ein Horn drauf. Scheiße, ne, okay, der hat mich... Verdammt, verdammt!
Warum? Hä, warum kann ich das nicht benutzen? Scheiße. Oh, hätte ich die Runde mal aufgegeben. Warum kann ich das nicht benutzen? Habe ich keine Karte ausgewählt? Ich hatte doch immer eine Eigenschaft, dass ich noch ein Horn zusätzlich habe, oder? Ja, muss ich halt jetzt passen. So, er hat noch zwei Karten, aber sobald er eine Angriffskarte hat... Ich kann nichts machen, ich kann ja nur meinen... Zack! Und ein gutes Wetter. Ja gut, was ist jetzt? Unentschieden. Anführerkarte einsetzen. X. Ach, mit X war das. Okay. Ach, mit X war das. Ja, gut. Endet unentschieden. Geil. Ach, Mann. Ich würde ja noch eine Runde spielen, Freunde, aber ich muss heute wieder eine kürzere Folge machen. Komm, deswegen quatsche ich mal kurz mit ihm. Ja, Geralt? Du hast nicht viele Gäste vom Festland, oder? Ich mache nicht oft so ein Spektakel. Du hast sicher selten Gäste vom Festland. Das stimmt. Wenn Redania oder Temeria den Mumm haben, nach Skellige zu kommen, gehen sie meist auf Kaer Trolde an Land. Da ist der Hafen gut und es gibt viele Händler. Und der Jarl ist barmherziger mit den Festländern. Die beiden nervigen Typen, wer waren die? Diese beiden Typen, die Nervigen, wer waren die? Kori und Kraki machen immer nur Ärger. Genau wie ihr Vater Leif. Ist er irgendwie interessant? Kommt drauf an. Wenn du Lügner und Feiglinge für interessant hältst, dann sehr. Monstervertrag, lass uns darüber reden. Ich habe die Nachricht gelesen. War sehr knapp. Kannst du mehr erzählen über die Bestie? Es ist ein Geist, glaube ich. Oder irgendein anderer Albtraum. Sucht Eldbergheim, beim Leuchtturm. Ach, es fing alles ganz harmlos an. Eines Nachts blieb der Leuchtturm dunkel. Ohne sein Licht kommen die Schiffe nicht sicher nach Arinbjörn. Also haben wir zwei Männer losgeschickt, um nachzusehen. Lass mich raten. Sie sind nicht zurückgekommen. Stimmt. Mikjal, der Leuchtturmwärter, war auch verschwunden. Ich stellte einen Suchtrupp zusammen und segelte los. Als wir uns der Insel näherten, riss ich das Ruder herum und drehte um. Ich hatte am Ufer eine Erscheinung gesehen. Du hältst mich bestimmt für einen Feigling, aber Stahl hätte nichts genutzt. Das habe ich gespürt. Mir fiel nur noch ein, im Dorf Geld für eine Belohnung zu sammeln. Hilf uns. Dann gehört es dir. Die Belohnung, wie hoch ist sie denn? Ich mag dich, Jorund. Aber Geschäft ist Geschäft. Das reicht nicht. Leg mal noch 70 drauf. Ich kann noch etwas drauflegen, aber bestimmt nicht so viel. Gut, dann lass uns 55 machen. Wunderbar. So machen wir es. Die Hand darauf. Sehr schön. Ich nehme den Auftrag an. Gut. Mal sehen, was ich tun kann. Danke, Geralt. Du bist ein feiner Kerl, muss ich schon sagen. Auftrag. Das Phantom von Eldberg. Okay, das verfolge ich direkt mal. Und Freunde, hier muss ich leider schon Lebewohl sagen für heute, denn die Folge muss noch hochgeladen werden. Und Anfang nächster Folge werde ich auch nochmal ihn herausfordern. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns morgen zur nächsten Folge wieder. Ciao.